Gucken wir uns erstmal an, wie ich die grafisch darstellen kann. Das machen wir genauso, wie wir das bei den Automaten im Prinzip auch gemacht haben. Wir kennzeichnen Zustände auch wieder mit so Kringeln. Und Übergänge sehen aber jetzt ein klein bisschen anders aus. Wenn wir einen Übergang haben, dann haben wir die bei endlichen Automaten immer mit einem einzelnen Symbol gekennzeichnet oder bei diesen Epsilon nicht deterministischen Automaten mit einem ganzen Wort. Das machen wir jetzt so. Wir schreiben jetzt hier einmal dran, was das Zeichen ist, was wir von der Eingabe verarbeiten, und wir schreiben irgendwie dahin, was wir auf dem Stack machen. So, und das bedeutet das Folgende. Das bedeutet eigentlich, dass wir Z0 A groß X haben und das in Relation steht zu Z1 Gamma. Ja, das heißt, wir lesen das A von der Eingabe, lesen das große X vom Stack, ja, und schreiben das Gamma auf den Stack drauf. Das ist sozusagen die grafische Darstellung. Und wenn wir uns jetzt mal einfach ein Beispiel angucken von einem Automaten. Und ich kennzeichne auch wieder den Startzustand mit so einem kleinen Häkchen. Gucken wir uns mal den folgenden Automaten an und dann schauen wir mal, wie der arbeitet. Schauen wir den mal vollständig hin als Automaten, so wie wir ihn spezifiziert hatten. Also der besteht aus einer Menge von Zuständen Z0, Z1. Wir haben als Eingabealphabet Zeichen A, B. Ja, das sind die Zeichen, die wir hier verarbeiten. Hier, also die ersten Zeichen, die wir an die Kanten dran schreiben. Wir haben als Alphabet auf dem Stack die beiden Zeichen A und Z0. Ja, wir arbeiten immer nur mit dem A bzw. dem Z0. So, Delta kommt gleich und wir haben den Zustand Z0 als Startzustand, Groß-Z0 als Keller-Endezeichen. So, und ich habe da im Prinzip noch keinen finalen Zustand gekennzeichnet. Und die Übergangsfunktion oder Übergangsrelation wäre dann wie folgt. Wir hätten Z0 A, Z0 Delta Z0 A Z0. Das ist genau diese Kante hier. Die kann ich ja mal irgendwie kennzeichnen. Das ist irgendwie die 1. Das ist Kante 1. Dann haben wir Z0 A groß A Delta. Das bleibt auch in Z0 und schreibt 2a, das wäre die Kante 2, das ist diese hier. So, dann haben wir noch Z0, BA, Z1, Epsilon. Ja, das ist die dritte Kante. Wir haben weiterhin Z1, Epsilon, Z0, Z1, Epsilon, das ist diese Kante. Und wir haben Z1, BA, das bleibt auch in Z1 und schreibt ein Epsilon. Das ist diese hier, 5, das ist 3 und das ist 4. So, bislang haben wir noch nicht uns angeschaut, was so ein Automat eigentlich im Hinblick auf eine Spracherkennung machen muss oder was er können muss, also irgendwie so die Akzeptanz von Worten. Das brauchen wir gleich noch. Gucken uns vielleicht erstmal ganz kurz an, wie der hier arbeiten würde. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Wort habe, A, 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 B, B. Der würde, startet in Z0. Hier malen wir vielleicht mal den Stack hin, der dann sozusagen aufgebaut wird. Da steht unten ein Z0 drin. So, wenn er ein A liest und auf dem Stack das Z0 steht, ja, dann geht er hier über die Kante 1. Das heißt, er würde hier ein AZ0 hinschreiben, das heißt, hier kommt das A obendrauf. Ja, also er wird das Z0 lesen, das hier unten, das wird er quasi wegnehmen, dann aber gleich ein A und ein Z0 wieder draufschreiben. Und damit wäre das erste Zeichen verarbeitet. Dann liest er das zweite A, dann wird er über die zweite Kante hier gehen. Er liest das A, liest auf dem Stack ein A und macht aus dem einen A, macht er 2A, das heißt, das wird erst gelöscht und dann kommen wieder 2A drauf und dann hat er das Ding verarbeitet. Wieder das gleiche, er liest das A, aus dem obersten A macht er 2A, das ist verarbeitet. So, dann geht er von Z0 in den Zustand Z1 über, weil jetzt liest er hier ein B, auf dem Stack hat er ein A stehen
So, und was macht er da? Er schmeißt das A einfach weg. Das heißt, das wird gelöscht. Das wird gelöscht. Aus dem B hier geht er zum nächsten B über. So, und beim letzten B sind wir jetzt im Zustand Z1. Wir lesen das B auf der Eingabe, lesen das A auf dem Stack und auch das A wird gelöscht. So, das wäre sozusagen der Stand, der aktuelle Zustand oder die aktuelle Konfiguration. Die Eingabe wäre verarbeitet. Wir sind im Zustand Z1. Auf dem Stack haben wir noch stehen A und Z0.